Hallöchen, Freunde, zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Stein. Aber naja, man kann auch nicht davon ausgehen, dass man das direkt auf Anhieb findet. Deswegen suchen wir natürlich fleißig weiter. Ich dachte schon, da hinten ist wieder ein Troll. Immer wenn ich sowas Blaues schimmern sehe, rieche ich schon das ungewaschene Trollleder vor mir. Aber wir sind gleich da, wir haben noch ganze 40 Sekunden Eiktür. Ach, wirklich überall Pilze, ne? Und mal gucken, ob wir in dem Gebirge Glück haben, aber ich denke schon, dann haben wir drei Gebirge hier in der Nähe vom Spawn durchgeguckt. Irgendwo sollte ja der Stein zu finden sein. Oh cool, direkt auch nicht so ein riesen Hang oder Anstieg, um hochzukommen. Ah, okay, ich nehme es zurück. Was ist denn das hier für ein kleiner Berg? Bestimmt ein Drachenei obendrauf. Ich würde eigentlich ganz gern mal hochgucken. Frage ist nur, kommen wir hier hoch? Mal kurz Ausdauer regenerieren. Schön mitten im Schneesturm. Jetzt wird's schwierig. Ich glaube nicht, dass wir hier weiterkommen. Können mal gucken, ob er das irgendwie schafft. Jawohl. Schneesturm. Oh ne, wir müssen erstmal Ausdauer generieren. Der Schneesturm ist nicht unbedingt gerade von Vorteil. Und Essen nachhauen. Komm, wir wollen hier hoch. Jawohl. Ja, ist natürlich echt immer doof. Schneesturm hier im Gebirge, siehst du halt gar nichts. Macht sich ganz schlecht, um so einen Stein zu finden. Aber ich möchte jetzt auch nicht wieder zurück. Wir werden einfach Stück für Stück erkunden. Boah, man sieht halt wirklich so gut wie gar nichts, ne? Wir laufen erstmal an einer Seite lang, dass wir hier ein bisschen mit System vorgehen. Aber hier geht es auf jeden Fall wieder runter. Da wartet ein Skeletti. Irgendwo ist ein Drache. Hier geht es auch, na wohl, ne, hier drüben könnte es noch weitergehen. Schauen wir erstmal hier in der Richtung. Hier stürmt es zum Glück nicht ganz so dolle. Jo, hat sich sogar relativ gut beruhigt. Sehr schön. Dann sehen wir auch wieder ein bisschen mehr und wir sind hier am Rand des Gebirges. Das gefällt mir. Dann können wir wirklich erstmal den Rand ablaufen. Gucken, ob uns da irgendwas ins Auge sticht. Ach Menno, jetzt sind wir schon wieder fast unten. Boah, das Blatt hat mich gerade erschreckt. Ich dachte, hier kommt irgendwas. Ja, jetzt natürlich doof. Wir müssen wieder hoch. Auf jeden Fall Ausschau halten. Nach irgendwelchen Bauten. Ach so, Mensch, ich bin aber auch doof. Wünschelrude, wollte ich doch aktivieren. Entschuldigung. Dann können wir uns gleich noch ein bisschen Silber markieren. Vielleicht hacken wir doch noch mal ein bisschen auf den Silber rum. Wenn wir hier was sehen. Wenn wir gerade mal in der Nähe sind. Sag mal, 15 Silber sind schnell abgebaut. Dann können wir uns Frost noch gleich noch auf die 2 machen. Weiß nicht, was ist denn das da unten? Sieht so halb nach irgendwas Gebäudemäßigen aus. 2 Golems auf einmal. Und ein Drache. Ist doch super. Gerade schön, wenn wir keinen Knochenwanz mehr. Die. Ah, okay, die bekämpfen sich selber. Macht ruhig mal weiter damit.
Was ist das hier? Das ist eine kleine Hütte, das ist denen hier zu Hause gewesen. Da steht auch eine Truhe drin. Die Golem, ich habe echt keinen Bock auf dich. Natürlich die... Weil wir können den nicht mehr richtig blockieren. Natürlich die Frage, können wir den auch einfrieren? Uah, 33 Schaden und nee, den können wir nicht einfrieren. Ist halt auch Stein. Wird selten kalt. Nö, Golem, dann tut's mir leid. Da müssen wir uns später nochmal wiedersehen. Ja, jetzt kommt hier natürlich irgendwo Silber. Wenn ich gerade vom Golem wegrennen muss. Nähern wir uns? Och, Golem. Geh mal weg. Ich will hier in Ruhe suchen. Wir können es ja nochmal probieren mit Blocken. Bam. Jawohl. Aua, nein. Dann kann das sein, dass Frostner fast gar keinen Schaden macht. Weil es halt nicht effektiv ist, ne? Ist ein Frostgegner. Oh, jetzt kommt noch... Ne, jetzt kommt noch so ein Vieh. Ach, Menno. Ach, und noch ein Wolf. Oh, zwei. Jetzt wird's eklig. Jetzt wird's richtig eklig. Ach, da unten ist der Stein, glaube ich. Oh Gott. Wir müssen echt aufpassen. Das war aber... Oh, da oben. Der holt richtig die Baumstämme raus. Uiuiui, das war aber mal kurz. Also ich meine, wir haben es gut gemanagt, auf jeden Fall. Aber schön war es nicht. Ich glaube, der Stein ist hier. Überlieferung, Drache zum Kompendium. Mögest du, der du diese Zeilen liest, dich vor dem Frostwurm in Acht nehmen, einigen der ältesten Wesen, die dem Körper Ymirs entsprangen. Die am weitesten verbreitete Würmform ist die des Drachen, bei denen sich das kleinere Männchen um den Nachwuchs kümmert. Sehr häufig kann man sie bei ihren felsigen Nestern ausfindig machen, wo sie ihre Eier bewachen. Demgegenüber sind die Weibchen wesentlich größer und wesentlich seltener anzutreffen, doch wenn man sie reizt, sieht man sich einem bösartigen Feind gegenüber. Das ist lieb. Aber wir haben den doch jetzt hoffentlich markiert, oder? Die sind immer relativ groß. Der uralte Knochen. Oh, wir haben so viel auf der Karte. Aber es stand ja gerade hier oben irgendwas mit Dings zum Kompendium hinzugefügt oder irgendwie sowas. Fragt mich nicht genau. Ich musste gerade erstmal auch noch mit einem Ohr horchen, ob hier irgendwie der Golem und der Drache und keine Ahnung was noch am Start ist. So, jetzt lasst uns mal gucken. Der Uralte, wir haben hier Eiktür. Der müsse ja im Gebirge sein, der Gude. Hier ist ein Gebirge, da ist er nicht. Hier ist ein Gebirge, da ist er nicht. Bin ich jetzt doof? Hat's den jetzt doch nicht markiert? Oder bin ich einfach blind gerade? Das wäre natürlich sehr, sehr schade. Aber das sind schon die Steine, weil das sind halt auch die, die leuchten so dolle, ne? Und es stand ja oben auch irgendwas, dass was passiert ist. So. Mich wundert es halt nur, weil auch in dem Text halt stand, dort und dort sind die anzufinden. Irgendwas kommt. Irgendwas ist in der Nähe. Da oben ist ein Drache. Ich hoffe einfach mal, der sieht uns jetzt nicht. Kann man hier eigentlich... Was ist denn hier drüben? Wann ist denn das da? Tod und das? Wollt wissen, ob man irgendwie ausblenden kann, dass man seine eigenen Markierungen nicht sehen möchte. Aber ich glaube nicht. Tja, ich weiß nicht genau. Der Uralte. Hier ist auf jeden Fall nichts. Der Knochenwanst. Nebellande. Dem Rest der Karte auch nicht. Hier ist wieder Eiktür. Ich sehe keine Drachenmudi. Aber ich bin mir sicher, es ist so ein Stein. Ich muss es mir dann gleich in der Aufnahme nochmal anschauen. Was da so wirklich da stand gerade. Vielleicht ist das bei der Drachenmudi auch einfach irgendwie anders gehandhabt. Man die doch noch anders finden muss. Obwohl, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn es bei allen Gegnern bisher so war.
warum die es jetzt auf einmal ändern sollten. Der Pfeil war gerade richtig geil. Ich will noch mal kurz drüber gucken. Nicht, dass ich gerade einfach nur blind bin. Aber es sind ja relativ große Symbole und vor allem auch immer dieselben Symbole. Und dann müsste ja definitiv auch im Gebirge sein. Mich wundert es halt, weil hier stand, wo die zu finden sind. Wir gucken uns das nochmal kurz an. Mögest du, der diese Zeilen liest, dich vor dem Frostwürmen acht nehmen, einige der ältesten Wesen, die dem Körper Ymirs entsprangen. Die am weitesten verbreitete Würmform ist die des Drachen, bei denen sich das kleinere Männchen, ja, sehr häufig kann man sie bei ihren felsigen Nestern ausfindig machen, wo sie ihre Eier bewachen. Demgegenüber sind die Weibchen wesentlich größer und wesentlich seltener, doch wenn man sie reizt, sieht man sich einem bösartigen Feind gegenüber. Bin ich jetzt auch nicht schlauer als vorher? Weil die Frage, ob die einfach nur die ganz normalen Drachen gerade meinen? Hier haben wir ja zum Beispiel ein Drachenei. Und hier war ja auch ein Drache. Aber das muss auf jeden Fall so ein... Das muss der richtige... Obwohl, sonst stand ja immer auf Karte registriert. Diesmal stand irgendwas oben links. Aber was sollte es denn sonst gewesen sein? Ich konnte es mir jetzt leider nicht so genau merken. Beziehungsweise war da auch ein komisches Wort dabei. Was ich jetzt so auf die Schnelle nicht so gecheckt habe. Komisch. Meine Nase. Wir teleportieren uns erstmal fix nach Hause, dass wir das Drachenei noch wegbringen können. Vielleicht ist das ja bei der Drachenmutti doch irgendwie anders geregelt. Oh, was gibt's denn hier? Cool. Wegen Halloween oder was? Ey, das bauen wir uns nachher. Auf jeden Fall. Oh, wir wollten diese Folge auch mal nach Essen gucken. Ja, aber dann passt das eigentlich ganz gut. Ach, Menno. Hau doch ab. Oh, der hat mich aber weggeschubbt. Ja, die machen uns auch bloß noch 14 Schaden, ne? Ist schon echt verdammt wenig geworden, wenn ich überlege, am Anfang haben wir 2-3 Bisse von so einem Vieh ausgehalten. Ja, aber dann passt das eigentlich ganz gut. Noch einer. Ist doch gut jetzt. Haben wir es dann. Hä? Ach. Ja, zum dritten Mal. Sorry. Dann passt das natürlich ganz gut. Dann machen wir jetzt erstmal nach Hause. Können uns noch ein bisschen um die Lebensmittel kümmern. Und ich gucke mir dann in der Aufnahme nochmal an, was da genau da stand. Und google das notfalls nochmal. Dass wir da definitiv auf dem Laufenden sind. Weil auf der Karte sehe ich auf jeden Fall nichts, was markiert wurde. Aber wenn hier oben irgendwas steht, wird auch was passiert sein. Anders kann ich es mir gar nicht erklären. Eventuell ist das bei der Drachenmutti ja wirklich anders gelöst. Dass die keinen bestimmten Ort hat, sondern man vielleicht einfach ganz oben auf den Berg drauf muss und dort 3 Eier ablegen oder so. Keine Ahnung. Ich will jetzt nicht zu viel hin und her philosophieren. Ist vielleicht auch absoluter Quatsch, was ich gerade erzähle. Aber ich möchte jetzt erstmal mit euch nach dem Ding gucken. 2 Harz und 4 Rüben. Das haben wir doch. Nehmen wir uns erstmal 4 Rüben. Harz haben wir 1 einstecken. Ich glaube, wir haben kein Harz, ne? Das kann durchaus... Ja. Ah, doch. Entschuldigung. Wir haben doch noch so viel Harz? Ich dachte eigentlich, ich habe das schon fast alles verteilt. Aber anscheinend nicht. So, ich hätte jetzt gerne hier so einen leuchtenden Pumpkin. Wo stellt man den hin? Da oben drauf? Jawohl, sieht doch cool aus. Können wir noch ein paar mehr von basteln. Machen wir ein bisschen Halloween-Special hier. Hoffentlich nehmen sie die nicht wieder raus. Die gefallen mir. Vor allem sind sie auch gleich... Muss man die nachfüllen? Ja, die muss man auch nachfüllen. Schade. Ich habe gehofft, es gibt mal eine endlose Lichtquelle. Können wir jetzt erstmal in Ruhe nach Essen gucken. Ich hatte es ja auch letzte Folge versprochen. Dass wir hier wirklich mal ein bisschen besser unterwegs sind.
Und das eine Harz können wir gleich hier noch mit reinschmeißen. Dann haben wir noch ein bisschen Holz und etwas Himbeeren. Himbeeren, wo seid ihr? Ich glaube, hier vorne seid ihr. Ist schon wieder viel zu dunkel hier drin. Wir nehmen uns jetzt noch mal kurz ein bisschen Harz. Und machen hier mal noch ein bisschen Licht. Perfekt. Wieder etwas Licht in der Bude. So, jetzt lasst uns mal schauen, was wir hier machen können. Wir rennen aktuell rum. Mit Wildschwein, Dörrfleisch, 23, 23. Wir haben die Bärenmarmelade mit 40 Ausdauer und hier oben die Würste. Die Würste, hatten wir festgestellt, die sind relativ gut. Die würde ich auch lassen als Gesundheitslebensmittel. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwas, was ein bisschen mehr Ausdauer gibt. Guck mal hier, 50, Schmutzshake. Das ist doch schon mal ziemlich geil. Mit der Bärenmarmelade in Verbindung sind wir bei 90 Ausdauer plus das, sind wir bei 118. Wir haben da jetzt schon 108. Warum haben wir denn jetzt 108? Jetzt lasst uns mal nachrechnen. Wir haben hier 40 Ausdauer. Wir haben hier 18. Sind wir bei 58 plus 23, 68, 78. Komme ich eigentlich auf 81, wenn ich jetzt mal ganz grob gerechnet habe. Verstehe ich nicht. Achso, weil wir eine Grundausdauer haben, ne? Entschuldigung, ja? Manchmal kommt doch ab und zu mal wieder eine Gehirnzelle zum Vorschein. Wir haben natürlich eine Grundausdauer. Das heißt aber, dass dieser Schmutzshake schon relativ geil ist. Weil die Hackfleischsoße, das ist wieder ein Gesundheitslebensmittel, die brauche ich nicht. Die Karottensuppe, die macht 45. Oh, die ist sogar insgesamt tatsächlich besser als die Bärenmarmelade. Die hält 5 Minuten länger, gibt dieselbe Heilkraft, ballert aber nochmal 5 Ausdauer und 1 Gesundheit mehr durch. Gut, also wir ersetzen Bärenmarmelade mit Karottensuppe. Gesundheitslebensmittel, das Ding kann beides. Gesundheitslebensmittel ist schlechter als das andere. Die Würste sind immer noch im Prinzip. Der Rübeneintopf, Moment. Also die Würste sind erstmal für uns aktuell das Nonplusultra. Wir können, glaube ich, noch so einen Ofen und sowas bauen. Da müssen wir auch nochmal schauen. Der Schmutzshake macht. Okay. Der Rübeneintopf ist noch geiler, hält 25 Minuten, gibt 2 HP statt 1 und macht nochmal 5 Ausdauer und 2 Gesundheit mehr. Das heißt, Rübeneintopf statt dem Dörrfleisch und Schmutzshake statt der Bärenmarmelade. Dann sind wir zwar ein bisschen low HP mäßig unterwegs, haben aber viel Ausdauer. Jetzt müssen wir mal gucken, Schlamm, Himbeeren, Blaubeeren. Wo habe ich denn, wo könnte ich denn Schlamm haben? Bei den Innereien? Ich glaube, Moment. Ich glaube, ich habe, ja, genau. So, was haben wir gesagt? Wir brauchen Schlamm, Himbeeren, Blaubeeren, Rübe, Wildschweinfleisch. Also Himbeeren, Blaubeeren. Rübe haben wir, glaube ich, nur noch auf dem Feld, ne? Also erstmal noch Wildschweinfleisch. Davon haben wir glücklicherweise genug. Ich glaube, Rüben habe ich. Nee, Rüben müssen wir wirklich erstmal abernten. Ja, gut, dass wir uns mal damit beschäftigen. Das ist so eine Sache, das gerät immer in Vergessenheit bei mir. Aber wir könnten halt viel, viel schneller und besser unterwegs sein, wenn wir hier mal ein bisschen mehr auf die Ausdauer gehen. Wir sammeln hier mal 2 so eine Reihen ab und dann stellen wir mal her und gucken mal, wie es dann aussieht. Weil lebenstechnisch haben wir wirklich aktuell keine Probleme. Das sieht dann anders aus, wenn wir in die Ebenen gehen. Dann würde ich jetzt nicht komplett auf so ein Ausdauerbild setzen. Wie viele Rüben haben wir in 42? 42 ist die Antwort auf alles. Gut, also ich hätte gerne Schmutzshakes. Klingt lecker, macht dich munter. Stellen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen was her. Sieht doch lecker aus. Wie so ein Eiskaffee. Obwohl, oder so ein Eisbecher eher. So eine kleine Erdbeere und Blaubeere obendrauf. Schöner Schoko-Eisbecher. Gut, das Ding ersetzen wir. Da
damit und dann wollten wir uns noch leckeren Rüben-Eintopf machen. Ja, dass man wirklich immer nur eins brauen kann. Das ist ein bisschen ein Krampf. Aber naja, so ist es halt. Dann machen wir uns jetzt auch mal noch fix 10 Stück. Müssen mal gucken, ob wir noch Würste haben. Jetzt können wir da auch bald nochmal welche brauen. So, und zack, davon noch. Perfekto, dann hauen wir den Rest erstmal wieder in die Kisten. Blaubeeren, dann haben wir hier auf jeden Fall noch Marmelade übrig. Haben wir noch Würste? Ne, wir haben keine Würste mehr, okay. Können wir davon dann auch gleich noch welche brutzeln. Hau das Dörrfleisch mal mit hier rein. Ich weiß noch nicht, die Rübe. Hau ich erstmal kurz mit in die Pilze rein. Ich hoffe, ich erinnere mich dran, wenn ich sie irgendwann wieder brauche. Und der Schlamm hier unten. Ich würde sagen, wir können ja komplett ersetzen. Wir hauen jetzt einfach mal hier eine volle Ladung rein. Guckt euch den Ausdauerbalken an. Guckt euch das an. 173. Ach Gott, ist das schön. Warum habe ich das nicht schon vor 20 Folgen gemacht? Geil. Ach, perfekt. Und Leben ist gar nicht so bad. Perfekto. Damit laufen wir jetzt demnächst definitiv nur noch rum. Wir machen an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst wie immer ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Ich google mal eine Runde, wie es aussieht. Zwecks dem Stein und dem Drachen. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Bis dahin. Macht's gut.